bin hier verabredet mit Herrn Weber von Gisander. Also die Reservierung, glaube ich, müsste über Gisander gelaufen sein. Also lautschriftstechnisch könnte man auch denken, Zander. Ja. Herr Weber ist noch nicht da. Ich darf Sie zu Ihrem Tisch führen. Oh mein Gott, das ist mein Chef. Ich brauche einen Tisch. Das ist unumgänglich. Herr Weber sitzt immer da. Nein, aber bitte, 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 mein Chef. Sarah? Hi. Sie hier? Ja, ich habe hier ein Date. Das ist ja fantastisch. Ja, das ist es. Es ist wahnsinnig schwierig, für alleinstehende Mütter Karriere zu machen. Wir wollen auch rausgehen. Ja, Sie haben wie immer viel Energie. Dankeschön. Ja, hi. Wenn ich an der Stelle angekommen bin, Sie dürfen die Braut küssen, dann dürfen Sie die Braut küssen. Aber stecken Sie ihr die Zunge nicht unbedingt in den Hals. Das mag vielleicht lustig sein für Ihre Freunde, aber für Ihre Eltern ist es gewiss peinlich. Wir werden versuchen, uns zurückzuhalten. Als ob ihr euch jemals zurückgehalten habt. Halt die Klappe. Wir wollen nicht, dass das Baby vor der Hochzeit kommt. Bin sicher, der Pastor hat noch was zu sagen. Kannst du da immer oder gar nicht erzählen, denn mit dem Jucken? Was willst du ihm sagen? Willst du ihm sagen, juckt mich am 150. Ach so, ist natürlich was anderes. Kannst natürlich mit deinem Hausarzt, aber ist ja Quatsch. Darüber kann man doch reden, darüber kann man doch... 200? Darüber kann man reden.